الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Gepriesen sei Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten. Ich bezeuge, dass keinem gibt, der das Recht hat, angebetet zu werden, außer Allah. Er ist alleine und einzig. Und Segen und Frieden auf den Propheten Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ich bezeuge, dass er der Gesandte Allahs und sein Diener ist. Und dann, insha'Allah ta'ala, machen wir heute weiter mit Surat Zalzala, sodass wir die Surat Zalzala erstmal zu Ende bringen. Und dann fangen wir an, insha'Allah ta'ala, mit Surat Al-Adiyat. Wir haben ja letztes Mal die beiden Suren, Al-Qari'ah und Zalzala, zusammen gemacht, weil sie gemeinsam das gleiche Thema behandeln. Und zwar, wie wir gesagt haben, dass das darum geht, dass es entscheidend im jüngsten Tag ist, was man in diesem Leben, in diesem Dunya, in diesem Gelegenheit und Chance, was Allah subhanahu wa ta'ala jeder von uns gegeben hat, was man hier wirkt und was man getan hat und was man mit seinen eigenen Händen gewirkt hat, damit es gemeint nicht nur mit Händen, sondern mit all seinen Gliedern und dem Inneren getan hat. Und wir haben ja gesagt, der kleine Unterschied ist, dass in Surat Al-Zalzala sogar uns darauf hinweist, Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Mars an dem Tag sogar mit Stäubchen oder wie wir inshallah ta'ala gleich auch auslegen, so wie das Gewicht von einer kleinen Ameise ist. So ein Gewicht von einer kleinen Ameise ist. Jeder, der was Gutes vorausschickt, wird es finden, egal wie groß oder klein das ist. Und jeder, der was Schlechtes vorausgeschickt hat, wird er das auch dementsprechend finden, egal wie groß oder wie klein das ist. Und das wird so sein am jüngsten Tag. Ich weiß nicht genau, wo wir stehen geblieben sind, wie gesagt, bei Surat Zalzala. Aber versuche ich, inshallah ta'ala, grob über die Sura nochmal zu reden im Allgemeinen. Und zwar, Allah subhanahu wa ta'ala berichtet uns in dieser Sura, dass es Nachrichten geben wird. Von wem? Von der Erde. Und glaube ich, da sind wir stehen geblieben, wo wir gesagt haben, wenn wir irgendjemand fragen, was mit ihm los ist, dann müssen wir ihm direkt fragen. Und so hat Allah subhanahu wa ta'ala uns auch gefordert hier, dass wir fragen, was ist mit der Erde los? Die Erde, wenn es den jüngsten Tag nah ist oder am jüngsten Tag selbst, wird sich verändern. Und fängt an, dass mit einem Erdbeben oder mit diesem Erschütterung ein bestimmten heftiges Erdbeben. Wir haben gesagt, dass ein bestimmten Erdbeben, der für den jüngsten Tag vorgeschrieben ist. Die Erde erfährt zwar kleine Erdbeben, denn jeder von uns sieht oder hört oder davon benachrichtigt wird, was auf dieser Erde passiert und wie viel Schaden ein Erdbeben verursachen kann. Aber da, hier geht es nicht um einen Erdbeben, was wir in dieser Dunya kennen, sondern einen gewaltigen, heftigen Erdbeben, der sich stattfinden wird. Und warum? Weil die Erde an dem Moment einen Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Eine Offenbarung von Allah subhanahu wa ta'ala bekommt. Was für eine Offenbarung und was für einen Befehl und was für eine Aufgabe hat Allah subhanahu wa ta'ala für die Erde vorgesehen an dem Tag, dass sie wieder alles herausbringt, dass sie wieder alles herausbringt, was in ihr ist. Was in ihr ist, und das werden wir inshallah ta'ala gleich erfahren. Und hier haben wir von den Nutzen das sehr wichtig, dass alhamdulillah die Geschöpfe, die Allah subhanahu wa ta'ala erschaffen hat, in diesem Universum, egal welchem Geschöpf das ist, hat sich zu Allah ergeben
und führt die Befehle Allah durch. Denn die sind unter die gesetzgebliche Befehlsform Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Amr al-Kawni. Es gibt nichts, was auf diesem Universum geschieht, außer mit dem Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, der universal ist. Außer die beiden Arten von Geschöpfen, die Allah subhanahu wa ta'ala denen diese freie Wahl gegeben hat. In der Befolgung von dem, was Allah auf denen auferlegt hat, mit den gesetzgeblichen Befehl, mit dem Amr al-Shar'i, mit dem gesetzgeblichen Befehl. Und so sind diese beiden Parteien, sprich die Jinn und die Menschen, die Jinn und die Menschen, diesen beiden sind was, haben eigene Wille in der Befolgung von den gesetzgeblichen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Manche führen es durch und manche lehnen es ab oder tun es nicht. Die beiden aber unterliegen immer noch den globalen, universalen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Und keiner von denen kann rauskommen aus diesem Befehl. Deshalb, das habt ihr inshallah ta'ala in Aqidah, aber nur als Ergänzung nochmal und als Erinnerung, denn wir müssen ja die Nutzen aus dem Koran entnehmen, was in Aqidah ist, was in Ibadah ist, was in Akhlaq und Muamala ist, was in Glaubenslehre und Iman beinhaltet, was beinhaltet dann die Anbetungen und die Rituellen, was beinhaltet auch Moral, Ethik, Charaktereigenschaften und Handlungen, das entnehmen wir und das ist auch im Koran alles drin. Hier sehen wir, dass die Erde als ein Geschöpf und nicht ein normalen Geschöpf, ihr wisst, die Erde, worauf wir leben, für uns ist das eine gewaltige Sache, denn wir bis heute nicht mal wissen, was eigentlich alles auf der Erde ist, abgesehen, dass wir wissen, was in ihr drin ist. Diesem Geschöpf hat er unterliegt, aber der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, was universal ist. Und wir Menschen, und egal wer auf diesem Universum, kann nicht außerhalb der Befehl Allah subhanahu wa ta'ala, der universal, gehen oder rausgehen oder sich irgendwo anders bewegen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala hat für diesen beiden, nenne ich Parteien oder die beiden Arten, und zwar Jinn und Menschen, einen freien Wille gegeben in der Befolgung der gesetzgeblichen Befehl Allah subhanahu wa ta'ala. Sie sollten das befolgen. Wer das tut, und das ist das Ende von diesem Surah, wer das tut, wird es finden. Und wer das nicht tut, wird es auch genauso finden, genauso wie wir bei Surat al-Qari'ah gesagt haben, bei dieser Waage, wo alles gestellt wird. Jetzt diese Erde wird erzählen. An jenem Tag wird sie die Nachrichten über sich erzählen. Das heißt, die Erde, wenn sie bebt, dann wird gefragt, was mit ihr los ist, was ist dann passiert, was hat dann das mit sich, dass die Erde diesem Erdbeben und diesem Beben, diese Erschütterung erfahren hat. Die Erde wird erzählen. Die Erde wird erzählen. Dass Allah subhanahu wa ta'ala ihr diesen Befehl gegeben hat. يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا. Mit der Übersetzung hier, oder mit der Bedeutung, erste Bedeutung ist was? Sie wird erzählen, dass Allah ihr das offenbart hat, dass sie es tut. Das heißt, wenn man fragt, was ist denn los? Die Erde wird sprechen und sagen, Allah hat mir offenbart, dass ich das jetzt tue, dass ich diesen
Erschütterung bekomme und beben und ich werde mich umwandeln. Vorher aber bringe ich alles raus, was in mir drin ist. Das ist die erste Auslegung. Und hier haben wir wiederum eine wichtige Angelegenheit der Iman, um es immer richtig zu verstehen. Das ist sehr wichtig. Und zwar, alle Angelegenheiten der Verborgenheit, alle Angelegenheiten von Raib, von Verborgenheit, was nicht mit unserem normalen Verstand zu erreichen ist, dann ergeben wir uns, dass es so geschehen wird und es wird so interpretiert und erklärt, so wie es hier erzählt wird. Das heißt, die Erde redet, die Erde redet. Die Erde wandert sich um, die Erde wandert sich um. Kommt zum Beispiel, wie der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, der Tod am jüngsten Tag und in Gestalt von einem Schaf, dann kommt der Tod in Gestalt von einem Schaf. Werden manche Menschen am jüngsten Tag in Gestalt von kleinen Ameisen, so wie hier erzählt wird, das heißt wegen kleinen Ameisen, dann werden diese Menschen in Gestalt von kleinen Ameisen. Alle Sachen von der Verborgenheit, wenn wir uns da verinnerlichen und diese als Überzeugung haben, rein im Herzen, dass es da ist, immer Überlass für das, was im Koran und Sunna erwähnt wird. Leider die Menschen, die sich damit angemischt haben, entweder mit reinen, bloßen Verstand, so wie die behaupten, obwohl es kein richtiger Verstand ist, oder es sofort vergleichen mit dem, was wir in dieser Dunia erfahren. Also wenn du ihm sagst, die Erde redet, dann sagt er Science-Fiction-Film. Das ist kein Science-Fiction-Film. Das ist eine Angelegenheit, die Allah subhanahu wa ta'ala dazu fähig ist. Guck mal, die Sahaba radiyallahu anhum haben manche Sachen angenommen, weil es für die eindeutig ist von Allah. Und haben über Sachen gefragt, wenn es für die nicht klar ist. Alles, was der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam rezitiert hat aus den Ayah, يَوْمَ يُسْحَبُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ فِي النَّارِ, über die Leute der Hölle und Feuer, möge Allah uns bewahren, dass sie gezogen werden auf deren Gesichter zu dem Feuer. Die werden nicht laufend auf den Füßen dahin gehen oder gezogen, sondern auf deren Gesichter laufen die, gehen die. Dann sagt Aisha radiallahu anha zum Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, weil sie auch, so wie jetzt wir auch sagen, wie auf Gesichter, sagt, o Gesandter Allahs, wie läuft man dann auf Gesicht? Warum? Weil wir sind gewohnt vom Leben, dass wir laufen auf was? Auf Füße. Dann hat der Prophet Muhammad s.a.w. gesagt, guck mal, das ist ein Maßgeben. Deshalb diejenigen, die sich an Hadith halten, an Koran halten, an diese Offenbarung, an der Wahrheit halten, dann sind die immer beruhigt. Dann haben die immer Klarheit, keine Zweifel und keine Scheinargumente und keine Unsicherheiten. Der Prophet Muhammad s.a.w. sagt eindeutiges Wort für uns alle immer und nicht nur für diese Angelegenheit, weil er hat was? Er hat die zusammenfassenden Wörter, die als Antwort gelten in jedem Bereich. Sagt der Prophet Muhammad s.a.w. zu Aisha, derjenige, der es ermöglicht hat für sie auf diese Dunya, auf die Füße zu laufen, ist derjenige, der sie auch auf den Gesichter laufen ließ oder lässt am jüngsten Tag. Wer hat denn gelassen, dass sie, wer hat gesagt, dass wir auf Füße laufen heute? Allah hat es veranlasst. So auch am jüngsten Tag, Allah veranlasst, was er will. Allah hat so gemacht, dass das Feuer brennt. Richtig? Wenn man in Feuer reinkommt oder nicht mal seinen Finger reintut, verbrennt man sich. Richtig? Ibrahim a.s. haben die für ihn einen, nicht nur Feuer, sondern einen richtigen, wie heißt, was die in den Ostern machen, haben die nicht gemacht wegen Corona. Lager. Schlimmer als diese Lagerfeuer. Die haben gesagt, sogar wenn ein Vogel da drüber geht, er weiß von Tafsir nur Kafir, manche Sachen Israeliert, aber er sagt, wenn ein Vogel da drauf geht, er verbrennt sich schon oben. Ibrahim a.s. ist reingegangen, sie haben sogar, sie könnten ihn nicht dahin bringen. Was haben die gemacht?
haben die ihm geworfen, weil sie sind ihm vorher nicht mal näher kommen. Was ist mit Ibrahim passiert? Hat er sich verbrannt? Hat ihm was angetastet? Wer hat denn zu dem Feuer was gesagt? Allah hat gesagt, diesem Feuer sei was? Friede und kühl auf Ibrahim. Oder Barden wa Salam. Kühl und Friede auf Ibrahim. Kühl, damit sie nicht komplett kühl wird. Friede, damit es mild wird. Richtig? Allah ist Befehlshaber. Deshalb kommt einer und fragt, die Engel sind. Allah hat für den Höllenfeuer 19 Engel als Hauptwächter von dem, diese Sabaniya. Diese 19 Engel, den Allah uns erwähnt hat in Surat al-Muddathir, klar und deutlich. Die was, die in dem Höllenfeuer sind. Man kommt nicht und fragt sich, aber warum sind die nicht verbrannt? Deren Aufgabe ist da nicht verbrannt zu sein. Ja, und deren Führer, Malik. Malik Khazinar, das ist der Führer, der wie heißt das, Wächter von dem Feuer. Ja, so ähnlich. Möge Allah uns bewahren. Deshalb, die Leute, was denken die? Deshalb können wir nicht so denken. Niemals. Ich sage es nochmal. Niemals. Wenn eine Angelegenheit der Akhira kommt, es vergleichen mit dem, was wir auf Dunya haben. Denn dies verursacht was? Zwei Sachen. Entweder vergleichen wir, dann versuchen wir es zu verneinen, wie manche es machen, leider. Warum? Manche verneinen Strafe im Grab. Er sagt zu dir, komm, wir gehen zum Friedhof, mach doch Grab auf. Wo siehst du Feuer und wo siehst du Paradies? Wo siehst du, jemand wird bestraft und jemand wird nicht bestraft? Du guck mal, was wir sehen. Das Problem, was wir sehen, ist schön und gut. Aber ist das Angelegenheit von dem, was wir von sehen? Ist das von Alim al-Shahada? Ist das von dem, was wir bezeugen? Oder ist das von Alim al-Ghaib? Ist das von einer Sache von der Verborgenheit? Das kannst du ja nicht sehen. Wenn du es sehen würdest, dann ist es vorbei. Es wirst du sehen, erst wenn du da im Grab sitzt. Einer wurde hingelegt im Grab, er wird von diesem Munkar und Nakir und diesen beiden Engeln hingesetzt, so dass er sich hinsetzt. Sagst du, wie? Da gibt es nicht wie, deshalb ergeben wir. Aber, als erstes, vergleichen wir nicht und so weiter und ergeben wir uns, aber wir verstehen es. Guck mal, Ibn Abbas, das hat. Wir sagen, was die Salaf gesagt haben. Das ist, was die Salaf sagen. Damit auch, inshallah ta'ala, lernen. Das ist sehr wichtig in dieser Angelegenheit. Weil das Ziel ist nicht nur lesen. Wir werden, inshallah ta'ala, später ein bisschen über Ramadan reden. Weil wir haben immer die Ziele verfehlt. Und wir haben die Mittel zu Ziele gemacht. Und deshalb haben wir nichts von dem, was wir tun. Wir müssen ja lernen, dass wir Ziele erreichen. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, als er gefragt worden ist über was im Paradies ist. Wir haben im Koran, Allah erwähnt uns, was gibt es im Paradies? Früchte, jetzt haben wir beholen vor ihm und Allah uns bewahren, jetzt reden wir über Paradies. Was gibt es für Früchte im Paradies? Granatäpfel. Was gibt es noch? Bananen. Ja, ich weiß, was erwähnt ist im Koran. Bananen, alles, was wir wollen, aber was erwähnt ist? Trauben. Nein, Früchte nur. Granatäpfel, Trauben, Datteln. Feigen, Mashal, all dies. Jetzt guck mal, Ibn Abbas, radiallahu anhu, sagte, das, was im Paradies ist von dem Frucht. Und das, was wir heute hier haben, gemeinsam ist nur was? Name. Gemeinsam nur, dass du es weißt, das ist Granatapfel. Nur Name ist gemeinsam und damit wir verstehen, weil wir müssen ja verstehen, was das ist, sonst ist es, was sagst du gerade. Was gibt es da? Er kann dir sagen, irgendwas, was du nicht verstehst. Ist schon klar, es ist ein Paradies. Entschuldigung, es sich befindet, was kein Auge gesehen hat und kein Ohr gehört hat und nicht auf unsere Vorstellungsvermögen kommt. Jetzt, wie vereinbaren wir beide Hadithe? Ja klar, sagt Ibn Abbas, das ist nur Name, ist ähnlich. Aber was diese Granatapfel und diese Granatapfel, sogar Granatapfel hier aus Deutschland, wo es nicht gibt, und die aus Marokko oder Türkei kommen, sind anders. Ja? Apfel aus hier und Apfel, Allahu a'lam, woher die kommen. Trauben aus hier und Trauben aus dem Garten. Trauben aus dem Lidl oder Aldi und Trauben aus dem Garten, gibt es Unterschied, oder? Was denkst du da vom Paradies? Aber
nur damit man versteht. Deshalb, was sagt, verstehen müssen wir. Erde redet, Erde redet. Wenn mir einer sagt, ja, wie soll Erde reden, die hat keine Zunge, die hat... Wer hat gesagt, dass Allah die Sache reden lässt, nur wenn sie Zunge hat? Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, ich kenne Steine in Mekka, die mich vor der Offenbarung gegrüßt haben. Die haben ihn gegrüßt. Steine. Diese nehmen wir mit Wahrheit oder machen wir wie die anderen? Nein, das ist metaphorisch. Wie metaphorisch? Was ist denn nur, wenn es metaphorisch wusste, dann die Vorzug vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ja, da kommt eine Verrückte und sagt, auch redet mit mir metaphorisch. Guck mal, wie die mich anguckt. Einer ist ein Baum, wie die mich anguckt. Dann sagt er, hier landest du in Allahu alam wo. Versteht ihr? Deshalb die Sache von Verborgenheit, da haben wir nicht mich uns anzumischen. Und insbesondere, sonst habt ihr Alhamdulillah eine Aqidah, aber um es zu betonen, weil wir die Lehren daraus haben. Weil aus dieser Erwähnung, Allah sagt, tuhadithu, die spricht, sie berichtet, nicht nur spricht, Berichterstattung. Wenn einer mir sagen, ja, jetzt ist Nachrichten, wir haben Nachrichtensprecher, ja, die Erde ist Nachrichtensprecher an dem Tag. Besser als diese von lügnerischen Nachrichtensprecher, manche. Beziehungsweise die Armen, die haben nichts zu tun, damit man denen nicht Unrecht tut. Die Nachrichten kommen ja zu denen und die lesen ja nur von dem Bildschirm, die haben. Aber die ist Nachrichtensprecher, deshalb ergeben wir zu Allah und sagen, Allah sagt so. Insbesondere, wenn es um Allah geht. Ah, da muss man aufpassen. Niemals im Inneren und nicht im Äußeren. Und normalerweise sollte nicht mal unsere Gedanken es kommen, es zu vergleichen. Wisst ihr, warum diese ganzen Gruppierungen entstanden sind, die Allahs Eigenschaften verneinen und die anderen uminterpretieren und die anderen versuchen es so zu lassen, die verstehen nichts davon. Und Allahu a'lam, wie viele Gruppierungen, wisst ihr warum? Weil die alle gemeinsam, all diese Gruppierungen haben eine gemeinsam, und zwar, dass sie Allah vergleichen. Sie werfen die Ahlus Sunnah, dass sie Allah vergleichen, aber sie sind es, die es tun. Und wenn sie es vergleichen, was passiert? Wenn sie hören, Hadith, Allah subhanahu wa ta'ala, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagt, Allah lächelt. Was kommt in deren Gedanken und in deren Kopf und in deren Herzen leider und in deren Verstand an dem Moment? Sie verstehen nur unsere Lächeln. Das ist das Problem. Und wenn sie es verstehen, ist schon klar, selbstverständlich, dass sie verneinen oder anders interpretieren oder Allahu a'lam, was die machen. Versteht ihr? Sofort werden die es tun. Warum? Weil sie was gemacht haben, wenn die alles gehört haben, statt das zu sagen, Allah, das zu sehen, was davor erwähnt worden ist, nein, die sehen nur die Eigenschaft. Und diese Eigenschaft, was machen die? Setzen sie sich nur bei sich und was die sehen. Seht ihr, was heißt Iman an Verborgenheit? Iman an Verborgenheit und derjenige, der, sage ich mal, als erstes für uns verborgen ist, ist Allah subhanahu wa ta'ala. Wir erkennen ihn durch seine Namen und Eigenschaften, so wie es für ihn gebührt. Seit einer von Ahlus Sunnah, was macht? Nicht nur einer von Ahlus Sunnah, guckt. Beduine, Wüstenaraber, in Zeit vom Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wo man sagt Analphabet, oder Wüstenaraber sind bekannt für deren so streng und dass die nicht so richtig begreifen und Sturheit, richtig? Was hat er gesagt? Sagt er, wahrlich, guck mal, was er gehört hat. Hat niemals verglichen und hat nicht mal verneint und hat gesagt, das ist nicht damit gemeint und das ist so und das ist so und Philosophie und Gruppierung und Sekten entstanden und Streit und die Muslime machen sich gegenseitig fertig. Er hat gesagt, wahrlich, wir werden niemals aufgeben von Hoffnung auf einen Herrn, der lächelt. Das ist die Wirkung auf Mu'min. Das ist die Wirkung auf einen neutralen Mu'min. Aber auf einen anderen, ihr habt nicht anders zu reden, nur über die Hand Allah und über Gesicht Allah. Wir reden nicht über Hand Allah die ganze Zeit und Gesicht Allah. Allah redet nicht wir. Aber du, verstehst du, dies, an dem Moment, ehrst du Allah, so wie es für ihn gebührt.
gibst du Allah seinen richtigen Maßstab, was eigentlich der Absolute ist, der ihm keine gleich ist, oder vergleichst du sofort? Und wenn du vergleichst, was passiert, dann sagst du, das kann nicht sein. Und genauso wie hier. Ja? Manche Leute haben gesagt, ja, die Erde redet nicht. Das bedeutet nur, dass sie das oder das. Sie versuchen es zu interpretieren, egal was. Warum? Ja? Das ist sehr wichtig in diesen Angelegenheiten. Allah hat dir diesen Befehl gegeben. An dem Tag werden die Menschen, ja, werden die Menschen, an jedem Tag werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen. Was haben wir gesagt bei Surat al-Qari'a? Yawma yakunu an-nasu kal-farashi al-mabthuth. Haben wir gesagt bei Surat al-Qari'a, die waren wie zerstreute Mutten. Was haben wir gesagt bei zerstreute Mutten? Weil das ist das Erste, die wissen nicht wohin. Alles durcheinander. Ha? Alles durcheinander. Wir haben gesagt, wie andere Sura, wie Surat al-Qamar und andere wird erwähnt, alles was als Heuschrecken. Die Heuschrecken sind was? Organisiert. Und hier, Yawma yasdurun nasu ashtatan, hier ist eine Mittel, so Mitte-Information. Und zwar, die sind jetzt nicht komplett zerstreut, aber auch nicht zusammen. Was gibt es hier? Gibt es Gruppierung. Ah, gibt es Gruppierung schon da. Ah, da sind Gruppierungen jetzt. Ashtatan. Was bedeutet Ashtatan hier auf Arabisch, wurde auch schön hier übersetzt, zwischen Gruppen. Sagt, werden die Menschen in Gruppen getrennt herauskommen. Und dies ist wichtig, liebe Brüder und Geschwister, die mich auch sehen. Da müssen wir aufpassen. Sehr wichtiger Punkt. Mit den Gruppen, denn du bist in diesem Dunya, mit dem wirst du auferstehen. Mit wem willst du auferstehen? Mit wem? Mit der Fußballstars oder mit dem Sänger, der nicht anders kann, außer Drogen nehmen und irgendwelche schlimme Wörter aus dem Mund rauszubringen? Oder mit irgendwelche, auch Islam, irgendwelche Typ, der dich irgendwo dahin führt, zur Übertreibung in Dien, sodass du nicht im Kopf hast, außer dieser ist am Islam raus und wir müssen gegen ihn kämpfen und ihm von der Erde rausbringen? Oder der eine, der sich die ganze Zeit nur anstrebt, einen Staat zu bauen und zu herrschen und irgendwelche Traum, Allahu a'lam, wie man die nennt, weil die Wörter alle sind leider verschlechtert worden heutzutage, eine Traumregierung oder was zu haben. Welche Gruppe? Welche Gruppen hat der Prophet Muhammad uns gewarnt? Uns gesagt, dass sogar diese Umma, ich rede über diese Umma, ich rede nicht über die anderen, weil die anderen sowieso auch getrennt. Aber diese Umma wird sich auch in 73 gruppieren. Jeder geht mit seiner Gruppe. Im Allgemeinen, ja, sofort. Aber die anderen, inshallah, auch. Aber wir sagen nicht, dass die anderen nicht gehen, später. Oder. Aber das ist alles Warnung. Immer diese Warnungen muss man aufpassen. Das heißt, erstmal gibt es eine komplette Trennung zwischen Muslimen, Nicht-Muslimen, Leute der Schriften, nicht Leute der Schriften, vorher Anbeter, Sonnenanbeter, Mondanbeter, wie der Prophet Muhammad auch beschrieben hat. Diese Sache ist beschrieben, viele Hadithe, die Zeit leider reicht nicht. Aber eigentlich das, darüber muss man nachdenken. Diejenigen, die Sonne angebetet haben, ha, das ist die Partei von der Sonne. Es gibt da nicht hier AfD und SPD und keine Ahnung von anderen Ländern, das ist nur als Beispiel, nicht, dass man sagt, Politik hier, wir haben mit Politik nichts zu tun. Ja? Die andere ist was? Mondpartei. Ja, nicht diejenigen, die Mondsichtung machen, sondern Mondpartei, diejenigen, die Mond angebetet haben, die diese Kühe anbieten, die suchen, wo ist diese Kuh und dann folgen diese Kuh. Der, egal wer angebetet hat, er ist mit dieser Partei. Dann, wie gesagt, Muslime und Leute der Schriften, das sind zumindest diejenigen, die Allah angebetet haben. Die Trennung kommt aber später noch. Sodass später wird zu den Christen gesagt, ja, angebetet leider nicht Allah, sondern ihr habt angebetet einen behaupteten Sohn für Allah.
Und Allah ist erhaben, hat keinen Sohn. Ihr habt Isa a.s. angebetet und er befreit sich an dem Tag von dem. Und die Juden auch, die haben gesagt, manche von denen haben Osiris oder Osir, Sohn von Gott gemacht und manche von denen haben sowieso auch Kalb angebetet und andere Sachen angebetet. Da bleiben nur Muslime und unter den Muslimen wer noch? Unter den Muslimen, die sich noch von außen gegeben haben als Muslime. Sogar bis dahin sind die noch da. Wer sind die? Al-Heuchler, Al-Munafiqun. Aber ich habe mit Al-Himad auf Deutsch. Ja? Munafiqun, Heuchler. Habe ich hier gesehen, da gibt es Al-Kaffee hier. Diese Munafiqun sind Muslime dabei. Bis ein Zeichen kommt, weil heute kommt. Bis ein Zeichen kommt. Ein Zeichen, der zeigt, Muslime, richtige Muslime und nicht richtige Muslime. Wisst ihr, welches Zeichen kommt? Ein Wiederaufruf für alle. Bald Ramadan, Alhamdulillah, bald schöne Zeit. Diejenigen, die immer möchte gerne und immer hören wir diese Fragen am Ende von Ramadan. Einer betet nicht und fastet. Was ist Urteil von nicht betet und fastet? Diese ganze Schrott, was man immer hört, jedes Mal. Ich weiß nicht, bis wann sollte man immer das Gebet noch nicht mal ernst nehmen. Kommt ein Zeichen an dem Tag, Allah subhanahu wa ta'ala wiederum zeigt auf sein Bein, so wie es ihm gebührt, so wie wir haben. Wenn wir hören, haben wir gelernt. Allah zeigt auf sein Bein, das ist das Zeichen zwischen uns und Allah. Allah zeigt auf sein Bein, so wie es ihm gebührt, dann werfen sich nieder die Mu'mine. Dann werfen sie sich nieder, die sich in diesem Dunya was gemacht haben, sich niederworfen haben. Guck mal bitte, wie gefährlich das ist. Die sich niederworfen haben in diesem Dunya, werden sich niederwerfen an dem Tag. Und die sich in diesem Dunya niederworfen haben, aber diese aus Heuchlerei, diese aus Scheinheiligkeit, diese nicht für Allah getan haben, sie wollen sich niederwerfen. Und was passiert? Allah kehrt deren Rücken zurück. Deren Rücken lässt es nicht zu, dass sie sich niederwerfen. Wisst ihr, was die Frage, die sich stellt? Wisst ihr jetzt, was die Frage, die sich stellt, jetzt normalerweise? Für jeden, der uns hört und für uns alle, wo sind dann diejenigen, die sich nicht niederworfen haben? Wo sind die denn? Die sind nicht mal dabei dann. Deshalb ist die große Gefahr. Bis wann sollte man noch sich immer in diesem Kuffar, sag ich, Gefahr von Kuffar reintreten, richtig? Derjenige, der nicht betet, ist in große, große Gefahr. Warum nimmt man das immer noch nicht ernst? Alhamdulillah, wir sind nicht von denjenigen, die Personen oder Menschen rausbringen aus der Religion. Aber wie kannst du dir noch erlauben, jeder von uns muss sagen, für sich selbst, Alhamdulillah, hier ist Allah alle Betenden, aber für alle, die es nicht tun und die es nicht ernst nehmen, wie kannst du dir noch erlauben, dass du in einem Risiko bist, dass deinen Islam komplett nicht angenommen wird? In einem Risiko bist, an dem Tag gehörst du nicht zu dieser Partei. Mit wem? Mit welchem Schar bist du? Mit welcher Gruppe, wenn du nicht gebetet hast und so gestorben ist, an dem Moment wirst du wissen, wenn du, ist ja leider schwacher Hadith, aber wenn es authentischer Hadith wäre, hätten wir es genutzt, aber es ist eine Gefahr, manche Gedanke benutzen es nur für Warnung, aber schwacher Hadith, denn derjenige, der nicht betet, wird am jüngsten Tag, Yuhshar, wird zusammengesammelt hier in Ashtata, mit wem? Mit Pharaon, wa Haman, wa Qarun. Warum mit Pharaon? Weil sein Macht und Majestät und seine Ehre hat nicht gelassen, dass er betet. Und Haman, sein Minister. Warum? Weil seine Zugehörigkeit, diese Leute, die sagen, wir sind untertan, wir machen nur das, was sie uns sagen. Wer hat dir gesagt, mach, was dir gesagt wird? Ich bin nur auf Arbeitsplatz, ich darf nicht mein Chef. Was für Chef? Du darfst nicht Chef widersprechen, darfst du deinem Allah widersprechen.
Du hältst an deinen Termin mit deinem Chef, der sagt, 8 Uhr morgens kommst du und um 16 Uhr hast du Feierabend. Aber du hast nicht den Termin mit derjenigen, der dir alles gegeben hat. Und Karun, warum? Weil er durch sein Geld und Handel und alles, was er schätzt, was er sammelt und so wie er mit uns gekommen ist, zählen und aufzählen von dem Geld, ihm was gehalten hat, auch von Allah anzubieten. Aber wie gesagt, dieses Hadith, schwache Hadith, auch mit Umayyah ibn Khalaf und anderen Riwayah. Aber das ist schwache Hadith, wir nehmen es nicht. Aber was für Gefahr? Mit wem bist du? Mit wem? Du gehörst nicht zu den Beten, denn Allah hat gesagt, wir gehörten nicht zu den Beten, denn was hat euch zu Saqqar? Was hat euch heute in Feuer gebracht? Erste Sache haben die gesagt, wir gehören nicht zu den Betenden. Ist schon klar, die Verleugnung von dem jüngsten Tag am Ende deutet darauf hin, dass diese Leute so nicht gewünscht haben, sowieso zu beten. Aber welche Gefahr ist das? Ich verstehe nicht, warum ein Muslim bis heute nicht ernst das nimmt. Lass doch, mach doch die Sünden, ich mache es mit Befehl, oder mach Sünden, das, das, aber verlass nicht dein Gebet. Wenn du deine Verbindung mit Allah verlässt, was hast du? Und lass diese Schwachsinnigkeit von den Menschen, die sagen, ja, erst wenn ich korrekt bin, dann bete ich. Oh, wenn du korrekt bist, bete ich nicht mehr. Jazakallahu khair. Reicht. Ich sag dir, wenn du korrekt bist, bete nicht mehr. Wie, wenn du korrekt bist? Welche korrekt und welche, und wenn ich wirklich ernst nehme, das kann nicht spielen in der Religion. Ich gehe zur Moschee, aber ich habe Freundinnen draußen. Geh doch mit Freundinnen und aber geh beten. Mach da, was du willst, erstmal in dem Moment mit der Bedeutung, nicht mach, was du willst, sondern schala, dein Gebet ist derjenige, der dich abhält. Allah hat nicht gesagt, bete erst, wenn du dich von Sünden entfernst, sondern inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Wahrlich, das Gebet ist das, was euch entfernt von Verabscheuliches, vom Schlechten, vom Sünden. Hört auf zu fragen, jetzt kommt ein Monat des Fasten, was ist der Unterschied zwischen Ramadan und außerhalb Ramadan? Was ist der Unterschied zwischen Fasten oder nicht Fasten? Ich gebe Zakat, ich gebe jeden Monat 10 Euro zur Moschee. Warum brauche ich Bitte? Ich komme Freitag. Was für Freitag? Ich verstehe manche Sachen. Was hat der Unterschied zwischen Freitag und Fajr Gebet von Montag? Wo ist der Unterschied? Derjenige, der befohlen hat, Freitag zu beten, hat auch befohlen, Dhuhr Gebet von Dienstag zu beten, oder nicht? Der Unterschied ist okay. Der eine ist höher gestellt. Ist ein gemeinsames Gebet. Und der andere, hättest du die Möglichkeit, auch wenn du nicht schaffst, in der Moschee alleine zu beten, oder das, oder das. Versteht ihr? Wo ist der Unterschied? Warum dieser Scheitan trickst uns? Ich verstehe nicht diese Tricks von dem Scheitan bis jetzt. Derjenige, der gesagt hat, was jetzt Ramadan kommt, hat er auch gesagt, bete ganzes Leben. Guck mal, wie Gebet gibt es kein, ich betone immer das Gebet, weil dann müssen wir wirklich, müssen erstmal die Muslime heute, besonders Jugendliche, man hat im Herzen viel, besonders unsere Kleinen, unsere Kinder, die nehmen nicht ernst. Warum? Weil wir auch lassen, weil wir auch nicht deren ernst nehmen, dass das Gebet dein Unterschied, weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagt, der Unterschied zwischen den Muslim und den Mu'min, das heißt den Mu'min, Entschuldigung, und den Mushrik, den Mu'min und den Kafir ist was? Was ist der Unterschied? Bart? Nicht Unterschied. Kleidung? Niemals Unterschied. All die, auch wenn wir da unterscheiden sollten, aber das ist nicht der Unterschied. Der entscheidende Unterschied ist was? Ist das Gebet. Der entscheidende Unterschied ist das Gebet. Ich sage, warum nimmt man das nicht ernst? Warum packt man sich nicht zusammen und sagt, was hindert dir? Was hindert dir? Gibt es kein Hindernis zu beten? Kein Hindernis. Allah hat alle Möglichkeiten. Bete im Stehen. Wenn du nicht kannst, dann im Sitzen. Wenn du nicht kannst, dann im Liegen. Wenn du nicht kannst, dann mit Augen zwingen. Bereinige dich. Oh, Bereinigung für Gebet. Bereinige dich mit Wasser. Wenn du nicht kannst, dann mit Wand, mit Sand, mit egal was. Hat Allah dir Zeit gegeben. Dhuhr ist von da bis da. Asr von da bis da. Du kannst nicht bis auf Reise. Kannst du Dhuhr und Asr zusammen. Hast du Probleme. Isha und Maghrib zusammen. Kein Problem. Was für Ausrede? Was willst du? Was hast du dafür? Allah hat alle Möglichkeiten dir gegeben und uns alle gegeben. Allah hat den Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam von der Erde hierher gebracht. So von Mekka, von Masjid al-Haram oder von zu Hause, je nachdem. Bis Masjid al-Aqsa, von Masjid al-Aqsa bis zum Himmel gebracht, damit er uns sagt, ihr müsst 50 Mal am Tag beten. Stell dir vor, das sind 50 Mal.
Wie viel Mal pro Stunde müssen wir beten, Radwan? Ja, nein, 50 Mal, zweimal pro Stunde. Ja, welche Arbeitsgeber und welche Arbeitsnichtgeber und welche Nehmer und welche. Wir. Allah hat es gemacht fünfmal. Und trotzdem Musa, a.s. wusste unsere Gelegenheit. Wusste, hat Erfahrung. Erfahrener Prophet, Gesandter, weiß. Sagte, die werden es nicht schaffen. Und das siehst du heute, werden nicht schaffen. Was hindert dir zu beten fünfmal am Tag? Pflichtgebete, lass mal diese Sonne, inshallah kommen die. Heutzutage deine, und ich muss Socken ausziehen, und ich muss waschen, und ich muss das. Du denkst, der macht dir eine Tragödie. Was für Tragödie, ja? Ist Gebet Tragödie? Diese vier Rakat, den du betest, oder zwei, oder drei. Ist Tragödie, das ist deine Beziehung, dein Kapital, das, was du besitzt. Wallah, wenn du dein Gebet verloren hast, wir haben immer diesen Hadith gesagt, wer sogar ein Gebet, Asr-Gebet, verpasst hat außerhalb seiner Zeit, als ob er sein Hab und Gut und Familie verloren hat. Und einer kommt und diskutiert wegen Urteil von Nichtbetenden und dann kommt, was mache ich? Ich will fasten, aber bete nicht. Und ich, was ist Urteil? Wird Fasten angenommen? Allah weiß nur angenommen. Wir beten und weiß man nicht, ob Allah annimmt oder nicht annimmt. An dem Tag, am jüngsten Tag, wird die Leute sich erwerfen, haben wir gesagt, wer aufrichtig für Allah, vielleicht, Allah möge Allah uns bewahren. An dem Moment siehst du, wer aufrichtig und nicht, da ist Kontrolle. Da ist Test, nicht Corona-Test, positiv, negativ, da ist Test, wer positiv Allah angebetet hat und wer negativ. Das ist sehr wichtig, deshalb müssen wir uns selber das an Herz legen. Ich weiß, ein bisschen übertrieben, aber das müssen wir, Das ist für mich als erstes, damit ich auch mein Gebet erhalte, für euch, für alle. Und alle, die ihr kennt, die nicht das Gebet verrichten, ist die Möglichkeit jetzt. Es reicht, wenn du im Ramadan, du brauchst, wenn ich sage auch, tu Schlechtes und du brauchst nichts Gutes zu tun, ist nicht das, was ich verstehe. Nicht, dass einer schneidet auf und sagt, wozu ruft er? Aber du brauchst nicht, den Koran komplett zu lesen und lass mal Tarawih-Gebet und lass mal bitte das alles. Dieser Ramadan, sagst du, ab diesem Ramadan, meine fünf Pflichtgebete werde ich niemals in meinem Leben lassen. Niemals. Egal, was auf mich zukommt. Erster Termin ist der Termin mit Allah. Der Erfolg, den du suchst, wenn der Muadzin Hayya ala al-Falah sagt, komm zum Erfolg. Wenn du schlafst, das Gebet besser als Schlafen. Wenn du Fußball guckst, das Gebet besser als Fußball. Sag, egal was. Egal, was man hat. Versteht ihr? Nach dieser Zeit, ich verstehe nicht, wie der Muslim, der sich als Muslim sagt, und ich bin Muslim, und er sagt, ich bete nicht, und fragt solche Fragen. Ich weiß nicht, wo ich war, aber hier zurück erstmal. Jede Gruppe wird mit der Gruppe sein. Mit welcher Gruppe bist du? Inshallah sind wir mit den Propheten und Gesandten und Frommen und Märtyrern. Guck mal, mit welcher Gruppe bist du? Wisst ihr heute, wenn einer sagt, du bist in dieser Gruppe, du bist da, einer freut sich, oh, warum hat er mich rausgehört? Wenn einer Fußballmannschaft, wisst ihr, vor dem Spiel am, weiß nicht, bei uns immer Sonntag, hier weiß nicht, Sonntag, Samstag gibt es ja Spiele, da siehst du schon, hat der Trainer schon, das ist ja die Gruppe, sieht man, da sind die elf, die richtig spielen werden, und da sind die auf der Bank, dann ist man schon traurig, oder? Schon traurig genug da. Und du siehst, manche gehen mit der Truppe vom Prophet Muhammad sallallahu und da sei hinter ihm, hinter Abu Bakr, hinter Umar, hinter Musa, hinter Isa alaihi wassalam. So was für schön, guck mal, du, ich bin mit denen, oh, was für Erfolg. Und der eine, wo landet er? Möge Allah uns bewahren. Da ist Wahrheit. Ja, was wollen wir wünschen? Da kommt. Ja, aber diese Gruppen auch sind getrennt. Jeder geht seinen Weg. Ah, der gerade Weg bleibt für die gerade. Deshalb sagt auch einer von den Gelehrten von früher, die Geradlinigkeit und der gerade Weg führt von dieser Dunia bis zum Paradies. Der gerade Weg ist nicht, wenn wir sagen, jedes Mal im Fatiha, ehdina sirat al-mustaqim, sirat al-ladina an'amta alayhim, der Sirat, dieser Weg ist von hier anzufangen, sein Endpunkt ist dein Platz im Paradies. Und derjenige, der diesen Weg verfehlt hat, Allahu anhu landet.
Jeder wird da landen mit der Gruppe der Nevin. Was ist denn? Was wird geschehen? Was wird passieren? Sie werden deren Taten, damit ihnen ihre Werke gezeigt werden. Das wird uns, wie wir gesagt haben, entscheidend ist was? Die Werke, die Taten. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محض. Jede Seele, jede von uns wird an dem Tag finden, das, was er kurz getan hat, da. Muhdara, er wurde gebracht hier. Dein Beten, dein Fasten, dein Spenden, dein Gutes tun für Eltern, für Nachbarn, für Geschwister, dein Essens ausgeben, dein das, dein Lächeln, deine Beseitigung vom Schädlichen aus der Straße, alles wirst du finden hier. Und das, was sie alles aber Schlechtes getan hat, ist da leider, ist auch da, aber wo ist der Wunsch da? Die wünscht sich das zwischen ihm, lass mal weg. Verstecken, weißt du, wie wir verstecken? Wir verstecken heute, aber da auch will man verstecken, aber kann man nicht. Die sind da, die kommen da. Deine Beleidigung für den anderen, deine Lästern über den anderen, deine Beigesellung mit Allah subhanahu wa ta'ala, deine das, meine das, alles werden wir finden. Da ist da, Paket ist da. Gute Taten sind da und wir wollen mehr. Und schlechte Taten sind da, aber wir wollen, dass wir es entfernen. Deshalb sagt Allah subhanahu wa ta'ala, guck mal hier, das ist eine Regel. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ. Derjenige, der so wie ein Stäubchen Gutes tut. Wie gesagt, Dharra, laut stärkster Meinung, ist sie was? Ist diese kleine Ameise. So Gewicht von dieser kleinen Ameise wird er da finden. An Guten oder Schlechten, beide. Wirst du es dort finden. So sie nichts Kleines. Ach, was machen die? Sitzen in der Moschee und labern. Was ist das? Ich hab das gelernt. Manche haben gesagt, warum, Bruder, kommst du nicht unter? Nein, nein, ich lerne woanders, das ist besser. Okay, du bist verloren, wenn du hier kommst und da kommst, ist doch gut für dich, nicht für mich. Du weißt nicht, wo das Gute ist, wo das vielleicht ein Stäubchen, so ein Stäubchen, auf der Waage, könnte was, könnte dazu führen, so wie wir gesagt haben, bei Surat al-Qari'ah, dazu führen, dass die Waage der guten Taten schwerer ist. Ein Stäubchen. Ein Gleichgewicht mit einer kleinen Ameise könnte dafür Grund sein, dass einem zu der Geretteten gehört. Und ein kleines Stäubchen leider aber auch könnte dafür der Grund sein, dass einem am Anfang im Feuer landet. Deshalb, das ist diese Maß zwischen Hoffnung und Angst. Zwischen, dass man erwartet, dass Allah einem erbarmt. Und zwischen Angst, dass Allah einem zornig ist. Und das könnte sein ein Wort. Und deshalb müssen wir auf unsere Wörter aufpassen. Ich sage es nochmal, für mich, ich bin der Meister, der spricht, aber in Allgemeinheit, es könnte sein ein Wort. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sagt, der eine spricht ein Wort, ohne darüber viel nachzudenken, ohne dass er Gedenken macht, dass diesem Wort so viel wirken wird. Aber diesem Wort ist von der Wohlzufriedenheit Allah. Du hast ein Wort gesagt, ein Wort, aber von der Wohlzufriedenheit Allah ist oder führt dazu, dass du in dem Paradies hochsteigst. Stufen, denn du davon niemals geträumt hast. Aber der andere auch spricht ein Wort wie das Gleiche. Ein Wort. Ohne darüber viel Gedanken zu machen. Ja? Oder dass er gedacht hat, das macht eigentlich macht Spaß. Oder einfach so. Aber von dem Sohn Allah subhanahu wa ta'ala bringt ihm tiefer im Paradies, in der Hölle und Feuer und tiefer Stufen herunter, was er nicht weiß, manche Hadithe, 80 Jahre in den Feuer hinein runterfallen. Stäubchen. Dieses Wort ist wie Stäubchen. Was kommt draußen? Ah, wir wollen eine Maske anziehen. Warum?
damit diese Stäubchen nicht was Corona anstecken. Diese Stäubchen, der kommt schlimmer als Corona. Ansteckende Krankheiten mit diesen schlimmen Wörtern, schlimmer, für mich tausendmal schlimmer als Corona. Guck mal, meine Kinder oder die Kinder allgemein, wenn die hören die ganze Zeit diese YouTube und so, dann siehst du, was für Wörter rauskommen. Viele Krankheiten heute sind 500.000-mal schlimmer als Corona. Und ähnlichem, insbesondere Krankheiten vom Herzen. Leute, die Hass haben, Leute, die Neid haben, Leute, die nichts im Herzen haben, außer einem Fleischklumpen und keinem Gefühle. Leute, die nicht erkannt haben, dass diesem Herzen, womit sie leben, von einem Schöpfer, der den erschaffen hat, und sagen, gibt es keinen Schöpfer. Das ist eine große Krankheit. Aber leider keiner kümmert sich um diese Krankheit, dieses verbreitet, schon verbreitet. Schon alle verbreitet. Und die haben alle Impfung bekommen, dass sie diese Krankheit nicht lassen sollen. Da gibt es deshalb Täubchen. Am jüngsten Tag mit welchem Maß? Exo, mit welchem Maß? Täubchen. Kleine Ameisegewicht. Deshalb, wenn du auch nur kannst, hier in der Moschee einen Staub wegzumachen, vielleicht diese gute Tat, inshallah ta'ala, wird jemand da hochbringen im Paradies. Lass nicht, was du kannst, in der Hoffnung, dass du was Großeres machst. Manche sagen, nein, inshallah, ich will. Hey, mach das. Wohin? Ich will Märtyrer auf den Weg Allah fallen. Jazakallah khair. Bleib erstmal hier und komm Fajr Gebet. Ja, bitte schön. Sprich, brauchst du nicht. Erstmal Fajr Gebet. Wenn dein Bruder dir vielleicht was Schlechtes angetan hat, dann sei auch dazu fähig, dass du ihm vergibst und mit ihm doch zusammenkommst, wenn es wirklich nicht für Dien ist. Denn die meisten Schreitereien und alles, was wir heute haben, ist nicht mit Dien zu tun. Alles nur von dem Anteil von unserer Nafs, von der Dunya. Warum? Der hat mich nicht beachtet, der hat mit mir nicht geredet, der hat mir das, ich habe mit ihm so gemacht und diese Dunya, der hat mir Geld geklaut oder hat gelogen. Alles okay, aber wenn es Dien ist, ist was anderes, aber wenn es Dunya ist, vergibt. Vergibt. Niemals hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rache für sich selber genommen. Man sollte alle freisprechen. Kein Problem für Dunya. Jeder soll beleidigen, alles sagen über Person, kein Problem. Aber Dien, was anderes. Religion, was anderes. Allah, sein gesamten Koran, Sunna, ist komplett einen roten Strich. Aber was mich angeht, Jazakallah, kein Problem. Kein Problem. Das ist Surat al-Zalzala. Inshallah ta'ala. Jetzt haben wir ein bisschen alles mischemasch gemacht. Ja, diese ganzen unsere Regeln. Aber weil das müssen wir, inshallah ta'ala, ein bisschen so behandeln. Weil, wie gesagt, das ist gleich wie Surat al-Qari'a. Ihr hört manchmal auch öfter, dass die Imame oder sowas lesen, die beiden Surah immer zusammen. Man merkt, dass sie einen Zusammenhang haben. Surat al-Qari'a und Surat al-Zalzala.